So, damit hallo und herzlich willkommen zum nächsten Forza-Ton hier in Horizon an diesem wunderschönen Samstag ausnahmsweise. Freitag konnte ich gar nicht aufnehmen, weil ich war einfach zu fertig diese Woche. Man kann es da oben natürlich auch schon erkennen. Wir haben eine Sache schon abgeschlossen. Und zwar hat es eigentlich folgenden Grund. Ich habe noch vor Drag Races aufgenommen. Es war heute Samstag, der 15. Juli. Und am 15. Juli soll auch ein Drag Race online kommen, was ich erst heute aufgenommen habe. Oder erst aufnehmen konnte, weil es vorher einfach zeitlich nicht gepasst hat. Deswegen ging das halt vor. Beim Drag Race macht man halt mal auch Geschwindigkeitsfähigkeiten oder bei mehreren Drag Races. Ich habe gleich ein paar mehr gemacht. Oder eins machen, das wäre sinnlos, jedes einzelne extra aufzunehmen. Deswegen habe ich das schon geschafft, das ist aber egal. Was haben wir dafür bekommen? Für die erste Sache haben wir immerhin 25.000 EP und 50.000 Credits bekommen. Und auch ein Wheelspin, den ich schon gemacht habe, aber gut. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Aber bleiben immer noch drei Sachen, wovon wir zwei machen werden. Da haben wir noch hier Flora und Fauna. Schließen Sie an der Löffellisten Herausforderung ab, die im Regap-Wagt endet, um Dalose zu gewinnen. Das heißt wohl Regenwald, ist wohl zwei Tippfehler. Anstatt ein N, ein B und anstatt ein L, ein K. Ja gut, kann man machen, muss man aber nicht. Wenn wir machen, ich meine für drei Lose, nicht schlecht. Keine Arbeit. Dann ein paar Tippfehler werden wir nicht machen. Und zwar schließen Sie drei Spielplatzspiele ab, um die Viper SRT 10 HE und 120.000 Credits zu gewinnen. Die Viper hätte ich gerne. Aber Spielplatzspiele dafür machen, habe ich jetzt nicht so Bock für. Ich wollte die erst mit Silas machen, wollte Silas auch mit mir machen. Aber bei der doch kein was mehr gehabt, deswegen gibt es die heute nicht. Und dann noch ein Wildwechsel. Schließen Sie drei Rennen in einem Jaguar ab, für den Jaguar XJ220 HE und 95.000 EP. Das werden wir machen. Ich bin auch gerade in einem Jaguar, zwar im XKR SGT. Und den XJ220 bin ich auch schon mal gefahren. Den gab es, glaube ich, in den Forza-Tonnen auch, wo man den A45 HE gewinnen kann. Werde ich euch irgendwo verlinken wahrscheinlich. Irgendwie jetzt in der Endcard, wenn ich die mache, oder in der Beschreibung, muss ich mal gucken. Aber ich werde sie irgendwo verlinken. Werdet ihr schon sehen. Ich fahre mit dem XJ220. Deswegen heute quasi nur die Löffellisten, der Herausforderung und die drei Rennen. Kein Auto. Aber trotzdem. Ich gerne. Wunderschönen Jaguar. So, eine Löffellisten, der Herausforderung, die im Regenwald endet. Da stelle ich einfach mal selber eine. Und zwar machen wir genau Strecke festlegen. Ich meine, Regenwald, der ist ja ziemlich relativ groß. Ja, das müsste eigentlich schon reichen, weil das ist ja wohl hier Regenwald. Mach ich mal hier. Tageszeit machen wir natürlich Mittag. Heute auch machen wir mal bei Regen. Wir nehmen mal stark in Regen. Verkehr machen wir ein. Zurückspulen. Machen wir aus, ja. Shit. Und Kamera machen wir, ist eigentlich scheißegal. Wir machen keine Musik, ne? YouTube lässt grüßen. Dann müssen wir die nur noch abschließen. Also natürlich, was sehr, sehr kompliziert ist. Schafft nur die Profispieler. Dazu muss man auch mindestens Level 600 sein. Was ich ja glücklicherweise bin. Wunderschönes Teil, bin ich bisher noch nie im Spiel gefahren. Nur Forza 6 ein bisschen, aber sonst hier gar nicht groß. 2 Kilometer. Sehr süß. Mach ich, Anna. Ich kann GPS auch selber lesen. Der ist gut. Ich sehe das doch. Ist auch ein bisschen getunter Jaguar. Aber er ist noch ein bisschen am Handling und nicht mehr Motorleistung. Weil der hat genug. Weil der hat, glaube ich, 550 PS ungefähr. Und wie viel kW hat er eigentlich? Naja. Es ist mir jetzt genug. Der braucht der nicht. Der Sound, ne? Dieser geile V8. Mein F-Type hat ja auch den quasi gleichen Sound. Also ich höre jetzt keinen großen Unterschied. Wieso habe ich gebremst eigentlich? What the fuck, Alter? Wieso habe ich gebremst? Komm, wir machen mal Zeit damit anpassen. Obwohl, ich mache mal 50 Sekunden, ja. Das sollte man ja wohl schaffen. Ja, veröffentlichen. Freunde senden. Nein. Aber wenn ihr das hier machen wollt, könnt ihr dann gerne die nehmen. Und wenn die Folge rauskommt, ist ja wieder Sonntag 18 Uhr. Habt ihr noch theoretisch wie viele Stunden? Kann ich rechnen? 15? Nee. Doch 15 Stunden. Der geht eigentlich immer bis Montag 9 Uhr. Deswegen habt ihr noch ein bisschen Zeit, das zu machen, wenn ihr möchtet. Wenn nicht, ist mir auch egal. Wir haben drei Lose. Geht doch.
doch direkt mal einlösen werden. Moment, da war es schon richtig. So, drei Wheel Spins. Thai Snake Eater hat 100.000 gewonnen vor 32 Tagen. Na Mensch. Und wir gewinnen nur 40.000. Was ist das für ein Scheiß? Will auch 100.000 haben. Die ich auch so unbedingt brauche bei 31 Millionen Credits. Na gut. Und jetzt gewinnen wir kein Geld. Gut, und Nummer 3. Und eine alte Viper oder eine ältere. Gewinnt ein MX5. Hey, willst du mich verarschen, Mann? Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich bei der Meisterschaft wieder. Bei der Super GT Meisterschaft findest du mehr Power, mehr Geschwindigkeit und noch mehr Dekadenz. Aha, ne? Ob das stimmt, werden wir gleich sehen. Also ihr müsst keine Meisterschaft fahren. Es ist nicht natürlich keine Pflicht, aber es empfiehlt sich natürlich. Ich spreche ja nichts dagegen. Gleich drei Rennen, fertig mit dem Jaguar. Alles easy. Gewinnen müsst ihr auch nicht, ist scheißegal. Aber wir wollen natürlich am besten weit vorne landen. Weil natürlich ja, harte Konkurrenz hier, ne? Von Ferrari, Aston Martin, Mercedes, das ist natürlich schon. Es wird nicht einfach da zu gewinnen. Ich guck mal kurz in die Startaufstellung. Wir haben dabei einen AMG GTR, einen Vanquish, einen 509 GTO, noch einen AMG GTS, California T, ja, das hatte ich schon, und noch einen DB11. Aber immerhin kein F12 oder F12 TDF, die sind glaube ich auch ein bisschen zu stark, ne? Also haben zu viele Punkte. Okay. Deswegen gar nicht so viel gilt, wie ich gedacht hätte. Mit zwei Rundstreckenrennen und einen Schmittrennen. Es wird richtig schwer jetzt vorne zu landen. Aber gewinnen ist ja auch nicht alles. Natürlich viel mehr haben den Spaß. Das ist nicht immer maximal beim Gewinnen. Ist ja schön, einfach auch Kompressor auszuhauen. Von diesem grandiosen 5-Liter-Triebwerk. Das ja auch in ähnlicher Form am F-Type verbaut ist. Richtig geil. Grip hat der Jaguar eigentlich hier ziemlich viel. Weil er doch eine schöne Theke hinten, die auch ziemlich geil aussieht. Meine der F-Type hat einen Spoiler, das wäre es ja, ne? Dann gibt es glaube ich sogar auch. Weil der normale F-Type hat ja keinen Spoiler. Also der normale F-Type Airbag-Antrieb. Und ist kein festen. Der ist ein ausfahrbarer da hinten, in diesem kleinen, aber sieht nicht so pralle aus. Ja, moin. Zurückspulen brauche ich nicht. Will ich nicht. Was war noch ein Biest, der Kleine hier? Obwohl der große und fette, wie ich ja trotzdem noch in der Serie über 1,8 Tonnen. Da frage ich mich ja, warum muss sowas denn sein? Warum muss der so viel liegen? Es geht auch mit weniger Gewicht. Mehr können wir nicht sagen, dass der Motor so schwer ist. Das glaube ich nämlich, das zählt als Ausrede, glaube ich nicht. Weil Motor mal der Leistung und dem Move-Raum. Das geht auch leicht. Das muss nicht mega schwer sein. Ey, na komm. In der dritten Runde schon ging er schnell. Wir sind auf dem sechsten. Vor uns noch ein Mercedes. Ich glaube, zur Hauptkonkurrenz müsste es halt so, ich denke mal, so die Richtung AMG GTS oder GTR sein oder California T. Das sind schon ziemlich geile Dinge. Von den drei finde ich auch den AMG GT R am geilsten. Ich meine, der sieht halt so brutal aus, und fährt sich auch, denke ich mal, mega geil. Oder auf der Nordschleife, ne, 7 Minuten 10. Ist für die Leistung schon mal nicht verkehrt. Ah, krieg ich den noch? Nee. Okay. Sechster Platz. Eieiei. Aber geiles Rennen. Ja, und fällt was auf? Von den ersten vier Plätzen dreimal ein AMG GTR. Zufall, ich glaube nicht. Und dann ist da noch direkt mal noch ein Mercedes und da ganz vorne ein 509 GTO. Ich meine, wow. Das ist jetzt keine riesige Überraschung. Naja, aber immerhin noch 8 Pünktchen für mich in der Meisterschaft. Damit liege ich aber auch leider 12 hinter dem ersten Platz. Ich rechne schon nie.
Naja, ein bisschen Geld gibt es zu uns, ein bisschen dabei. Naja, knappe 12.000. Ist ausreichend. Wir kommen zum zweiten Rennen hier. Jetzt haben wir ein Sprintrennen. Nicht der Wald heißt es. Und es regnet. Oh nein, das ist nicht gut. Jaguar und Regen, das passt nicht zusammen. Hab ich da ein F12 bei mir? Hab ich da einen gesehen? Ja, genau, ein F12, Alter. Okay, das wird echt schwer. Wir haben eh keinen Schutter gegen den F12. Bei weitem nicht. Ja, das ist zugebremst. Bin ich auch gerade ein bisschen zu vorsichtig. Ich weiß nicht genau, wie der Jaguar sich halt fährt. Den Wagen nicht eingefahren. Quasi Auto aufgebaut und dann auch mal gestartet. So muss das. Nicht hier einfahren üben. Ach, braucht man wenig. Ja, hier, okay, das ging noch Vollgas. Ohne weil ich am vierten war. Ich denke, das ging auch ganz kurz ein bisschen weg. Also grip-technisch, das geht eigentlich. Jetzt mir schon mal vorgestellt. Dafür, dass es ein XKRS ist. Geht das eigentlich noch echt klar? So, Leute, danke. Und da vor uns ist halt der F12. Very special. Doch keiner mit gerechnet. Aber zweiter Platz, so gefällt mir das. Kann gerne so bleiben. Jetzt kann ich mich auf jeden Fall abschminken. Will ich im Leben nicht schaffen. AMG, geh weg. Hier gibt es nichts zu holen. Der sechste Gang. Noch mehr Reihe da vorne. Okay, das ändert nicht gut. Ich wollte lieber zurückspulen. Wow. Das war ziemlich gut eigentlich. Doch ein AMG und kein Ferrari? Ja gut. Das ist natürlich ein Ferrari, ne? Also. Auch klar, nein. Das ist ein AMG GTR. Das ist nicht der Ferrari? Ein Ferrari? Was macht denn Ferrari denn? Okay, oh, das war nicht gut. Ich will aber Zweiter werden, bitte. Bitte mehr habe ich einen Aston Martin gesehen. Da war ich mir wirklich sicher. Da ging schon wieder falsch beim Auto. Oh ne, das machen wir nochmal. Das war dumm. Ah, geile Strecke. Schön viele Kurven. Wo man aber auch viel verkacken kann. Platz für mich. Na? Kann der F12 doch noch. Drei links, glaube ich. Das war was echt ein F12. Was, der F12, der ist nur Vierter? Das wundert mich echt. Naja, und halt erster. Ein AMG GTR. Ich glaube, der ist gut. Ich glaube, der ist gut. Dann müssten wir 16, 24 Punkte haben. Wieder ein bisschen Geld. 90.000 EP? Na fast. 1.700. Aber trotzdem noch Ewigkeiten bis zum nächsten Wheelspin. Ach, diese Strecke. Ich habe es eigentlich noch nie gemacht. Das ist hier diese, genau, 8er Wüstenrundstrecke, die also aussieht wie ein 8. Logischerweise in der Wüste, also im Outback. Wenn ihr einer meiner Lieblingsstrecken, aber ist eigentlich trotzdem ziemlich cool. Willkommen bei dem Wagen. Da kannst du auch mal versuchen. Mehr als verkacken kann ich eh nicht. Beschleunigen kann der Wagen auf jeden Fall nicht. Jawohl, danke. Gott, ey. Kurven nach vorne, die hinter uns, die waren echt hart. Du kannst auch richtig viel Zeit verlieren, wenn du die richtig scheiße nimmst. Aber viel Zeit gut machen, wenn du die richtig, richtig geil nimmst. Also nicht gerade so wie ich. Nee, das ist scheiße von. Oh Gott, komm. Ja, aber enttäusch mich nicht.
Ja, die Meisterschaft sowieso verlieren, das ist klar. Ich werde nichts mehr großartig reißen können, aber Podium wäre doch schon mal nicht schlecht. So, erstmal. Na, kriegt ihn am Beschleunigen? Was heißt das denn? Ist das ein Vanquish? Ich glaube schon. Okay, das krieg ich nicht hin. Nee, zu spät gebremst. Du musst aber wirklich perfekt bremsen, dann kannst du die Kurve quasi durchziehen. Ja. Du musst noch später bremsen, Fabian. Und die quasi schön so halbwegs gerade durchziehen. Könnte man eigentlich viel Zeit gut machen. Aber auch nur könnte. In der Theorie ist vieles geil, aber in der Praxis. Sieht alles meistens noch ein bisschen anders aus. Alter, wie kacke war ich die Kurven hier eigentlich? Aber so fährt man keine Kurven. Ja, und außen am Checkpoint vorbei auch nicht. Sollte man mal langsam lernen. Ja, geht doch, Alter. War auch ein Battle hier. Finde der Twin Turbo gegen 5 Liter Kompressor. Am 4. geblieben. Eine gute Entscheidung. Autsch. Hallo Mercedes. Na ja, mal gucken. Zieht mich, glaube ich, ne? Na? Hier ist er einfach gegengefahren. Das hier meine ich. Die Kurve war relativ gut. Könnte ich richtig schön nehmen. Auch eigentlich ganz gut Zeit gut machen. Was kriegt die KI meistens nicht so gut hin? In dem Fall war sie relativ gut, aber es geht auch deutlich schlechter. Ich bin ja auch in anderen Klassen. Das war doch ein wenig zu übermotiviert. Wie so öfters. Da ist noch 4. Platz drin. Hallo, Aston Martin. Das ist der DBL vor uns, glaube ich. Ja, ich weiß, nicht ganz fair. Immer noch ein 4. Und es hat noch ein bisschen verbessert. Knapp über eine Minute. Trotzdem nicht so geil. Also dem Wagen 58 Sekunden sind drin, aber Rundenzeit ist die beste. Trotz keine Glanzleistung. Alle losen LP ist auch dabei, na Mensch. Der Mace Winander natürlich, Sonic Drifter sagt mir auch was. Naja, schön. Mal gucken, welcher Platz ich da will. Also ich denke mal, ich bin dann 4. oder 3. Bitte 3. Jawohl. War 3. geworden. Aber beide 36 Punkte, sehe ich das richtig? War knapp. Und halt vorne 2 an GGTRs. Wer hätte das bloß erwartet? Nee, war aber cool. Und ich fahre natürlich wieder mal vorwärts und rückwärtsgang. Wer macht das nicht so? Das ist völlig normal. Da haben 95.000 EP gewonnen. Müsste also auch für den nächsten Wheelspin gereicht haben. Und natürlich auch für den Jaguar. Den werde ich, wie gesagt, irgendwie verlinken werde, die Folge von Forza Son. In der Beschreibung sowieso und vielleicht noch irgendwie als Endcard. Er wollte noch weiter dranbleiben, dann werdet ihr das wahrscheinlich sehen. Ob ich es mache oder nicht. Naja, dann müssten wir eigentlich heute alles geschafft haben. So. Genau. Wheelspin. Zack. Den 4. heute in der Folge. Komm, Geld, Geld, Geld. Regiert die Welt, leider. Ach, Glück gehabt. Ich will kein Subaru-Brat haben. Da haben wir doch lieber 60.000. Ja, dann war es auch mit der heutigen Folge. Forza Horizon 3. Meine eine Sache fehlt noch, aber die machen wir halt natürlich wieder mal nicht. Hätte ich gerne mit anderen Leuten gemacht, aber hat sich auch keiner irgendwie groß gemeldet oder will eigentlich auch meistens groß keiner. Deswegen diesmal lieber nichts weiter, aber trotzdem hoffe ich eine schöne Folge. Mir hat Spaß gemacht, ich bin gut gelaunt, ich hoffentlich auch.
Dann danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Oder bei einem Drag Race oder bei irgendwas anderem, worauf ihr Bock habt. Dann habe ich euch ein schönes Restwochenende. Und dann würde ich sagen, tschüss.